Willkommen bei der Algebra 2. Schönen Nachmittag. Freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Bevor wir starten, ein paar Bemerkungen. Vielleicht sollte ich mir das Mikrofon noch holen. Hört man mich? Ich hoffe, man hört mich trotzdem, aber probieren wir das einmal mit dem. Also, zuerst einmal danke für vielen Mails zur Vorlesung, Feedback und auch kleine Korrekturen und solche Sachen. Ich schätze das sehr. Und ich habe auch viele schriftliche Abgaben bekommen. Die habe ich jetzt noch nicht korrigiert von der Aufgabe 24. Ich werde das aber noch machen, aber ich muss das eben immer aufs Tablet überspielen und dann ist es ein bisschen mühsamer. Okay? Aber die bekommt ihr noch. Und ihr könnt mir ruhig auch schon die Aufgabe 28 schicken. Haben manche auch schon getan. Dann wollte ich noch einmal nachfragen. Einige haben mir schon gemeldet, dass sie das Lightboard, den Vortrag am Lightboard, angenehmer empfinden als nur per Zoom und am Tablet schreiben. Wer auch dieser Meinung ist oder wer anderer Meinung ist, meldet mir das ein bisschen, weil wir überlegen, dieses Lightboard überhaupt auszubauen an der Fakultät. Ein größeres Lightboard zu machen in einem größeren Raum, wo man auch live zuschauen kann. Und da wäre so ein Feedback ganz gut. Ihr könnt es mir auch im Chat schreiben, wenn ihr wollt, wie ihr das findet. Ja. Müsst ihr immer ein bisschen bedenken, stellt euch vor, ihr direkt selber vor. Und natürlich, ihr habt auch kein Gegenüber, aber zumindest könnt ihr etwas anschauen, während wir sprechen ja immer nur für die Kamera. Ja. Gut, dann war der Wunsch nach einer Wiederholungsstunde vor Weihnachten, das kann ich gerne machen. Allerdings sollte ich da ein bisschen wissen, wo die Schwachstellen sind, welche Dinge ihr noch ein bisschen ausführlicher wiederholt haben wolltet, mehr Beispiele oder wozu auch immer. Da würde ich bitten, schickt mir auch ein Mail, was noch irgendwie zu wiederholen wäre. Ja? Und dann habe ich auch überlegt, ob wir nicht eine Sprechstunde einrichten, sofern da Interesse besteht. Ich würde dann einen Zoom-Termin irgendwie ausmachen mit euch und dann kann jeder einzeln mit mir ein bisschen reden. Das müsste man halt so, was weiß ich, in einem 5- oder 10-Minuten-Intervall machen. Diejenigen, die da Interesse haben, ich fände das ganz gut, damit man auch ein bisschen persönlicher reden kann. Wie geht es im Studium? Wie geht es mit der Algebra? Wie geht es mit der Bachelorarbeit? Wo geht es überhaupt hin? Vielleicht tut euch das ganz gut, wenn ihr da ein bisschen Ansprache haben könnt. Ich bin dazu gerne bereit. Nur müsste man das irgendwie organisieren. Ich mache es auch nicht so, dass ich da einen Termin organisiere und dann sich niemand meldet. Ja? Also schreibt mir das am besten per Mail. Dann noch eine kleine Korrektur vorneweg. Gibt es sonst noch Fragen zum Stoff oder zur Vorlesung? Oder können wir losgehen? Können wir starten? Eine kleine Korrektur, worauf mich Veronika aufmerksam gemacht hat. Das ist also heute 30. November. Ich habe jetzt fünf verschiedene Stifte probiert und alle waren ziemlich gleich schlecht. Nachtrag. Zum Satz vom primitiven Element. Da hat sich ein kleiner Fehler eingeschlichen, ein Rechenfehler. Nicht ein Rechenfehler, eigentlich habe ich, war kein Rechenfehler, sondern ich habe ein bisschen die Quelle, die ich verwendet habe, umgeändert, ohne genügend aufzupassen. Ja, statt C, ihr erinnert mir, das war dieses Element, das A plus Gamma B. Wenn man das nimmt, dann muss man das Gamma anders definieren. Verwende C gleich Gamma A plus B. Dann stimmt die Rechnung wieder. Das ist natürlich, nachdem das symmetrisch ist in A und B, vollkommen egal, ob man das eine oder das andere nimmt. Hier müsste man halt dann mit Gamma hoch minus 1 multiplizieren. Gut, das dazu. Und dann wollte. Wie bitte? Ja. Eine Frage. Wir haben ja dieses Polynom g von x, das da eben dieses große Produkt ist. Ja. Und
muss da jetzt g von Gamma ungleich 0 sein oder g von c? Das g von c muss ungleich 0 sein, würde ich meinen. Zumindest habe ich so in. Und mehr wäre absolut nicht klar, wie man das abrechnen soll. Wenn ich g von Gamma nehme, dann kann ich das problemlos nachrechnen. Ist das vielleicht g von Gamma und ich habe da das Gamma mit dem c verwechselt? Entschuldigung, Veronika, kann ich das per Mail euch schicken? Weil jetzt das nachzurechnen macht keinen Sinn, da verlieren wir zu viel Zeit. Also kommt noch g von c ungleich 0 oder g von Gamma ungleich 0. Ich habe jetzt die Quelle nicht da, aber das kann durchaus sein, dass es so heißt. Gell? Siehe Mail. Okay, kannst du damit leben, Veronika? Ja, klar. Okay. Danke, dass du mich darauf hingewiesen hast. Das ist natürlich nur ein Rechenproblem und kein mathematisches Problem, aber sollte trotzdem nicht passieren. Aber das wird euch auch noch unterkommen, solche kleinen Korrekturen. Gut, ich wollte noch einmal eine grundsätzliche Bemerkung machen, weil diese Sache mit den Körperweiterungen und den Automorphismen doch relativ subtil ist. Bemerkung, beziehungsweise Beispiel, was den meisten von euch schon geläufig ist, aber ich möchte es trotzdem noch einmal betonen, wenn K in L Körperweiterung und A in L algebraisch über K, dann können wir versuchen, Körperhomomorphismen zu konstruieren. Betrachte Phi, wir nehmen jetzt K adjungiert A und gehen in den algebraischen Abschluss von K, damit wir alle Nullstellen des Minimalpolynoms haben. Der wesentliche Punkt hier ist, dass es eben von diesem solche Phis gibt sehr wenige. Ja? Das A muss nämlich auf ein Element von K quer abgebildet werden, das das gleiche Minimalpolynom hat. Ja? Dann muss Phi von A über K das gleiche Minimalpolynom wie A haben. Also, nachdem aber das Minimalpolynom nur endlich viele Nullstellen hat, gibt es überhaupt nur endlich viele. Gibt es nur endlich viele K-Homomorphismen, Phi von Ka nach K quer. Und das ist irgendwie der Schlüssel zum Erfolg, wenn man dann Galois-Theorie machen möchte. Das Beispiel wäre ganz einfach, wir nehmen k gleich q und a gleich Wurzel 2 in c, ganz egal, oder in q, in r. Und wir betrachten phi von q adjungiert Wurzel 2 nach c. Okay. Wenn ihr das gut verstanden habt, dann habt ihr eigentlich alles verstanden hier. Oder nicht alles, aber schon vieles. Naja, das Phi von der Wurzel aus 2 ist gleich Fragezeichen. Ja? Und was diese Bemerkung besagt, ist, dass es eben da gar nicht viel Wahl gibt für das Bild, denn ja, das Phi von der Wurzel 2 zum Quadrat, Achtung, das Phi ist jetzt ein Q-Homomorphismus. Ja, Achtung, das ist nicht nur ein gewöhnlicher Körperhomomorphismus, sondern das fixiert alle rationalen Zahlen. Q-Homomorphismus, Q-linear. Okay? Jetzt ist das multiplikativ. Wir verwenden einfach alles, was wir wissen. Das ist dann gleich das Phi von Wurzel 2 mal Wurzel 2. Und das ist das Phi von 2. Aber 2 ist in Q gleich K. Also muss das 2 sein.
Einfachste Fall. Folglich muss das Phi von der Wurzel 2 selbst eine Wurzel von 2 sein. Also ist Phi von Wurzel 2 eine Wurzel, eine Quadratwurzel von 2 in C. Okay. Und da können wir natürlich entweder Wurzel 2 selbst nehmen oder minus Wurzel 2. Das schaut jetzt natürlich sehr einfach aus. Ich sehe gerade, mein Stift gibt schon wieder sein Leben auf. Das schaut sehr einfach aus, aber ist extrem effizient, wenn wir dann eben Galois-Theorie machen. Okay? Gut, noch einmal zur Erinnerung, probieren wir es mit Blau. Ich glaube, Blau ist schlechter zu lesen, gell? Aber das ist dafür der bessere Stift, der auch schon schlecht ist. Ich tue dich schon immer vorher durchtesten, die Stifte, aber die geben erst nach ein paar Minuten ihren Geist auf. Ja, also K in L, algebraische Körpererweiterung, heißt normal. Ah, das sollte ich jetzt eigentlich anders machen, heißt Galois. Wenn normal, so, der ist jetzt auch weg. Jetzt probieren wir den Orangen. Wenn normal, also, das ist das L, ist Zerfällungskörper von Polynomen über K und separabel. Ja. Und separabel ist ein schwierigerer Begriff, aber wir haben schon gesehen, in Charakteristik 0 kann man das vernachlässigen. Ansonsten muss man eben verlangen, dass die Minimalpolynome im algebraischen Abschluss lauter verschiedene Polynome haben. Jetzt diese beiden Bedingungen, die fallen ein bisschen vom Himmel. Ja? Und wir werden in den nächsten Sätzen sehen, warum genau die richtigen sind, um die Körpererweiterungen mit den Galois-Gruppen hin und her zu spielen. Ich möchte noch einmal den einen Satz anfügen, den ich letztes Mal gemacht habe. Also, Definition noch einmal vom Fixkörper ist out L die Automorphismen wie von L nach L Körperautomorphismen. Und G in out L eine Untergruppe. Achtung, ich habe hier keine Körpererweiterung vor der Hand vorliegen. Das heißt, ich nehme einfach alle Körperautomorphismen, das muss nichts fixieren. Jetzt gehen wir langsam die Stifte aus. Probieren wir es einmal mit dem, ob ich noch da ein bisschen weiterkomme. Eine Untergruppe, so heißt L oben G. Ich habe die genannt A, glaube ich. Ja. A in L. Phi von A gleich A. Für alle Phi in G. Der Fixkörper von G in L. Okay. Jetzt, warum ist das ein Körper? Das habe ich letzte Mal nur so erwähnt, aber das können wir auch leicht sehen. Ist Körper, naja, additiv ist klar, da Phi von A plus oder mal B gleich Phi von A plus mal Phi von B. Ja, Phi ist ja additiv und multiplikativ. Und insbesondere Phi von a hoch minus 1 gleich Phi von a hoch minus 1.
Also ist das auch minus 1 auch wieder in LG. Okay. Das ist dieser Fixkörper. Jetzt denn, ihr müsst bitte schreien, wenn ihr das nicht mehr lesen könnt. Ich kann das zwar auf meinem zweiten Monitor ein bisschen vergleichen, aber ich sehe es auch nicht sehr gut. Ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll, wo ich da jetzt noch Stifte herzaubern soll. Also, was war der Satz? Wenn wir mit einer Galois-Körperweitung starten, K in L Galois, und wir nehmen für G die ganze Galois-Gruppe Gal K L. Ich wiederhole, das sind die Phi von L nach L K-Körper-Automorphismen. Achtung, hier haben wir jetzt nur jene Phi im Auge, die K fixieren. Ja, dann ist klar, dass einmal das K im Fixkörper von dieser Gruppe ist, aber die Behauptung ist, dass das schon gleich ist. Dann gilt LG gleich K. Und es war klar, dass das K da drinnen enthalten ist. Klar, K in LG. Und die Umkehrung weiters, dass LG in K ist, das verwendet wesentlich, dass wir normal und separabel haben. Verwendet, das habe ich letztes Mal schon bewiesen, verwendet K in L normal und separabel. Okay. Jetzt möchte ich da ein bisschen innehalten und darüber reflektieren, über diesen Satz. Das ist nämlich eine Korrespondenz, wie sie in der Mathematik öfters auftaucht. Man geht von einer Kategorie, spricht man hier, hat man die Körper, man geht von den Körpern oder von der Körpertheorie in die Gruppentheorie und ordnet jeder solchen Körperweitung eine Gruppe zu. Und umgekehrt, wenn man dann eine Gruppe in dieser Galois-Gruppe drinnen hat, geht man wieder zurück und definiert einen Körper. Ja? Hier haben wir hier oben oder hier auch, der Körpererweiterung wird eine Gruppe zugeordnet, die Galois-Gruppe von L über K. Ja? Und durch den Fixkörper kommen wir von einer Untergruppe von Out L oder insbesondere von einer Autogruppe hier wieder auf einen Körper zurück. Ja? Und der Clou der ganzen Sache ist, dass diese Korrespondenz zwischen Körpern und Gruppen letztendlich eine Bijektion ist. Wir können also mit der Körpererweiterung anfangen, gehen über zu einer Gruppe, gehen mit dem Fixkörper wieder zurück und kommen zum Ausgangskörper zurück. Das ist hier diese Aussage. Ja? Und das ist eben der Hauptsatz der Galois-Theorie. Gut. Jetzt ist es so, vielleicht sagt er, ja, das haben wir ja das letzte Mal auch schon besprochen. Diese Dinge, die müssen immer so ein bisschen einsickern. Das schadet nicht, die öfters zu wiederholen, weil die Dimension, die da dahinter steckt, doch eine viel tiefere ist, als sie beim ersten Anblick ausschaut. Ja, diesen Art von Sätzen, diese Art von Sätzen trifft man in der Mathematik relativ häufig. Meistens heißen die irgendwie, oder sie, Riemann-Hilbert-Korrespondenz oder Hilbert-Janoul-Stellensatz, wo also verschiedene Kategorien miteinander in Zusammenhang gebracht werden. Ja? Vektorräume und Gruppen, Körper, alles mögliche, Ringe. Und hier haben wir es mit Körpern und Gruppen zu tun. Gut. Jetzt probiere ich da wieder mit den Stiften. Das ist der eine Satz. Hier haben wir also schon beide Bedingungen verwendet.
Beim nächsten Satz ist das wieder der Fall. Das ist jetzt der neue Stoff. Wir nehmen einen Körper L, G in Out L, eine Untergruppe, und zwar eine endliche Untergruppe. Endliche Untergruppe. Und K gleich LG, der Fixkörper. Ja, hier haben wir gesehen, dass der Fixkörper ein Körper ist. Jetzt kommt da viel mehr dazu. Wenn das G endlich ist, dann ist die Körperweiterung, dann gilt erstens, K in L ist Galois-Erweiterung. Das heißt, sofern die Gruppe endlich ist, bleiben wir im gleichen Kontext von normal und separabel. Ja, der Fixkörper, der hier entsteht, liefert wieder eine Galois-Erweiterung. Ja. Zweitens, der Grad dieser Körpererweiterung ist gerade die Kardinalität von G. Und viel schöner kann es nicht sein. Und drittens, jetzt könnten wir, Achtung, hier haben wir die Automorphismen von L, und immer wenn ich kein K dazu schreibe, dann bedeutet das, das sind einfach alle Körperautomorphismen. Jetzt können wir aber Out KL betrachten, und das nennt man eben auch die Galois-Gruppe von L über K, und die ist wieder KG. Okay. Wer das nachlesen will, in Janschen Schwärmer ist das Satz 6, 1, 3, Seite, 1, 2, 9. Das ist schon sehr nahe am Hauptsatz dran. Ja. Ich wiederhole, ihr müsst ja, manche haben mich gebeten, ich soll ein bisschen langsamer vortragen. Bin jetzt nicht so überzeugt davon, weil wenn ich mir die Videos anschaue, dann kommt mir immer vor, das ist viel zu langsam. Da schlafen einem ja die Füße ein. Aber wenn ihr mitschreiben tut, ist es vielleicht ganz günstig, ein bisschen mehr zu wiederholen. Also hier starten wir jetzt mit einem beliebigen Körper, L. Aber wir nehmen eine endliche Untergruppe. Das ist hier wesentlich. Das endlich bezieht sich auch darauf, dass wir vorher gesehen haben, dass die Automorphismen von, oder die K-Homomorphismen von Ka nach K quer nur endlich viele sind. Ja. Und wir nehmen den Fixkörper, das sind die Elemente, die unter der Gruppe fixiert sind, dann erhält man automatisch eine Galois-Erweiterung. Das heißt, die ist normal und separabel. Der Grad ist genau die Kardinalität der Gruppe. Und die Automorphismen von L, die K fixieren, sind gerade die Gruppe. Ja. Das ist, wir werden jetzt sagen, naja, da ist nicht so viel dahinter, aber da drauf kommen ist schon einiges. Gut, bin mir gar nicht sicher, ob ich das heute alles beweisen kann. Das ist jetzt nicht ganz einfach zu beweisen. Interessant, wenn ich ein bisschen mehr rede und warte, dann haben die Stifte wieder mehr Saft. Ich tue jetzt vorher löschen, damit ihr das ein bisschen noch euch durch den Kopf gehen lassen, was hier passiert. Also hier gibt es jetzt zwei Dinge zu beachten. Das erste ist überhaupt drauf zu kommen, diese Gruppen zu betrachten und das, die Auslage des Satzes zu vermuten, zu spekulieren. Die zweite Sache ist dann, wenn man mal an mehreren Beispielen das gesehen hat, das zu beweisen. Ja? Ist ja nicht so wie in der Vorlesung. In der Forschung ist es umgekehrt. Da weiß man überhaupt nicht, was stimmt, weiß man nicht, was die guten Definitionen sind.
Und erst um nachträglich, wenn man dann präsentiert, wird das so schön aufgearbeitet. Also, jetzt müssen wir da hier ein bisschen basteln. Als erstes zeige ich das 1. Wähle A in L beliebig. Bin noch da. Wenn wir A in L beliebig wählen, dann müssen wir also zeigen, dass es einerseits separabel ist über K und dass wir hier mit dem Minimalpolynom, wenn wir das Minimalpolynom von A betrachten, dass alle anderen Nullstellen dieses Minimalpolynoms auch in L sind. Okay? Das ist die Normalität. Also, Sätze, wir definieren eine Menge M gleich, ja, Phi von A, Phi in G. Das ist eine Teilmenge von L. Ja, alle Bilder von diesem A unter den Automorphismen von L, die in G liegen. Okay. Teilmenge von L. Ich hätte meinen Stift da immer auseinander. Gut. Naja, wie viele Elemente kann das haben? Klar. Das M kann nicht allzu groß sein, das muss kleiner gleich der Kardinalität von G sein, weil mehr Phi gibt es da drinnen nicht. Okay. Ja, und wenn wir so ein Phi nehmen und jedes Phi in G permutiert die Elemente. Das ist, glaube ich, schon sehr schlecht zu lesen von M. Ich wechsle wieder. Probieren wir wieder mit Blau vielleicht. Ist der besser? Ja, vielleicht geht der besser. Ja, wieso permutiert das die Elemente von? Ja, wir nehmen sei Psi A in M. Dann ist das Phi von Psi A, ist ja nichts anderes als Phi komponiert mit Psi von A. Das ist auch nicht besser. Da ärgert es mich dann langsam. Ich hoffe, man kann das lesen. Ich glaube, ich kaufe mir jetzt dann selber Stifte und nehme meine eigenen mit, weil das ist wirklich mühsam. Tut mir leid, das ist heute ein bisschen schwierig. Ja, das Phi von diesem Psi von A ist natürlich die Komposition, aber dieses Element, weil wir in einer Gruppe sind, ist wieder in G, also etwas in M. Okay. Das heißt, die Elemente von G schicken M nach M. Phi geht von M nach M. So, Nummer 9 Kandidaten, der 27. Gut. Jetzt definieren wir ein Polynom, Sätze. F von x gleich Produkt x minus b, b in m. Naja, das ist einmal ein Polynom in L adjungiert x. Ja, weil die b's sind in m und b in m in L. Okay? Ich behaupte, dass f ist schon in kx. Ja, klar ist, Phi von f, wenn wir das Phi, so ein Phi drauf anwenden, ja, dann macht das nur mit dem, mit den b was. Das Phi von b ist aber wieder in m, das ist gleich f. Achtung, hier
wie wende ich das an? Das Phi von x soll gleich x sein. Das ist ein interessanter Stift, der leuchtet viel stärker. Müsste man jetzt hoffentlich gut sehen. Gut. Und das gilt für alle Phi in G. Naja, aber dann muss das F schon ein Polynom in Kx sein. Gilt bereits Phi, Entschuldigung, F in Kx. Wieso ist das so? Naja, das F können wir schreiben, wir können das ausmultiplizieren, ja, und erhalten dann gewisse Koeffizienten. Und die Koeffizienten sind die elementarsymmetrischen Funktionen in B. Schreiben wir dazu Koeffizienten von F sind elementarsymmetrische Funktionen in den Bs. Okay. Aber nachdem das Phi das F fixiert, ja, bleiben diese Koeffizienten unter Phi gleich, die unter allen Phi in G fixiert werden. Also sind sie im Fixkörper von G. Also sind sie in LG, aber das LG war gerade K. Okay, sehr schönes Argument. Also haben wir ein Polynom gefunden. Ich wiederhole, wir haben gestartet mit einem A in L. Wir haben ein Polynom gefunden in Kx, das so ausschaut. Gut. Jetzt ist aber das A selbst, das wir hier gewählt haben, ist natürlich in M. Ja, weil Phi gleich die Identität in G ist. G ist ja, hat ja ein neutrales Element. Beachte, schreiben wir hin, F von A gleich 0. Und wie wir hier sehen, hat das F lauter verschiedene Nullstellen, nämlich gerade B. Und F hat lauter verschiedene Nullstellen in L, nämlich die Bs. Das ist kein gutes Deutsch, die Artikel mit Buchstaben, aber bitte. Also ist das F ein separables Polynom und A ist separabel. Daher ist A separabel über K. Das ist der erste Punkt. Und klarerweise ist es algebraisch. Wenn wir jetzt alle diese F nehmen, okay, das heißt, wir variieren jetzt das A, Variation von A in L liefert Polynome FA und die A sind aber gerade die Nullstellen von FA, also ist L auch normal. Sagen wir so, mit FA von A gleich 0. Und daher ist K in L, diese FA sind ja in Kx, auch normal. Auch normal. Diese Argumentation ist schon relativ, das ist ziemlich tricky. Ich mache sogar zwei Rufezeichen her. Das solltet ihr gut verstehen. Tut euch das in Ruhe daheim, am besten selber nochmal aufschreiben, dann seht ihr, was hier passiert. Damit ist eins bewiesen.
Okay. Jetzt fehlt mir natürlich die Tafel. Wir wollen noch zeigen, dass der Grad der Körperweiterung gleich die Ordnung von G ist. Und wir wollen zeigen, dass die Automorphismen gerade, die K-Automorphismen von L gerade die Gruppe G liefern. Jetzt muss ich da drüben löschen. Ihr seht also hier, dass die Separabilität und die Normalität der Körperweiterung eigentlich ganz natürliche Bedingungen sind. Jetzt mit Charakteristik P, weil die ja noch nicht so viel zu tun haben. Insoweit ist die Separabilität hier vielleicht noch eher im Hintergrund. Gut. Jetzt weiß ich nicht, ob ich das heute noch durchbringe. Probieren wir mal. Zweitens, zeige L über K gleich G und ich erinnere, K war LG. Ja, das ist ein bisschen ein merkwürdiger Beweis. Wir nehmen an, indirekt wäre L über K echt kleiner als die Kardinalität von G, so finde endliche Körperweiterung, wir nehmen einen Zwischenkörper, L', mit, naja, das L über K könnte a priori unendlich sein. Ja? Wir wollen jetzt eine endliche Körperweiterung da dazwischen einschieben, also das sollte in L drin sein, die aber auch noch vom Grad kleiner als G ist. Mit L' über K kleiner als G. Ja, wir nehmen einfach so viele Elemente. Jetzt habe ich gerade einen Fehler gemacht. Sorry. Jetzt habe ich mich schon gewundert, was da los ist. Ich muss korrigieren. Tut mir leid. Das ist ein kleiner Zeichen, das wäre ja Nonsens gewesen. Geht gerade in die umgekehrte Richtung. Wenn das echt größer ist als die Kardinalität von G, dann können wir, falls L über K unendlich ist, einen kleineren Körper L' in L finden, sodass das noch immer gilt. Ja. Wir nehmen einfach immer mehr Elemente zu K dazu, bis wir über der Kardinalität von G sind und dann haben wir eine endliche Körperweiterung. Okay. Ja. Ich schreibe es dazu, dies ist möglich, da G endlich und K in L separabel. Ich gehe morgen vielleicht diesen Beweis noch einmal durch, damit wir den gut verdauen. Das ist schon ein zentrales Stück der ganzen Galotheorie. Ja? Jetzt, wenn wir eine endliche separable Körperweiterung haben, ja, dazu ist das Folgende zu sagen. Das L über K haben wir schon gezeigt, ist separabel. Das L' ist ein Zwischenkörper, das ist dann auch über K separabel. Ja? Und wenn das separabel ist, dann können wir den Satz vom primitiven Element anwenden. Der verwendet, dass die Körperweiterung endlich ist. Satz vom primitiven Element. K über L' ist einfache Körperweiterung, wie will ich sie nennen?
Einfach heißt, dass sie von einem Element erzeugt wird. L' gleich kc für ein c in L'. Ja, diese Reduktion ist immer sehr praktisch. Jetzt betrachten wir das Minimalpolynom von diesem c über k. Sei g in kx das Minimalpolynom von c über k. Was wissen wir? Ja, dieser Grad des Minimalpolynoms ist der Grad von g ist gerade der Grad der Körperweiterung, L' über k, weil das eben gerade kc über k ist. Das haben wir früher schon gesehen. Okay? Gut. Jetzt kommt aber heraus, nachdem nach Voraussetzung L' über k größer ist, ist der Grad von g größer als die Kardinalität von g, und das geht nicht. Das ist ein Widerspruch. Wieso ist das ein Widerspruch? Da g Teiler, ich habe es noch hier stehen, von diesem f sein muss. Teiler vom oben definierten Polynom f sein muss. Und der Grad von f ist gerade die Kardinalität von m. Also haben wir jetzt mal den, naja, jetzt bin ich mit der Zeit schon hinüber. Das werde ich damit gezeigt. Ich werde da nicht fertig, ich werde das morgen nochmal wiederholen müssen. Damit haben wir gezeigt, dass die Annahme falsch war, die hier. Ja. Also damit haben wir gezeigt, L über K, dieser Grad, ist kleiner gleich g. Ordnung von g, und morgen zeigen wir die Gleichheit. Noch zu zeigen, der Grad von L über k ist größer gleich g. Ja, gut. Ist etwas schwierigere Kost, ja, gebe ich gerne zu. Ist aber auch interessanter, ja, weil da jetzt viele Aspekte schon einfließen. Wir machen morgen diesen Beweis fertig und dann kommen wir zum Hauptsatz der Galois-Theorie, den wir auch morgen hoffentlich beweisen werden. Den können wir morgen auch beweisen. Gut, also schnallt euch gut an, verdaut das bitte. Bis morgen wird das vielleicht ein bisschen knapp werden, aber wir werden das wiederholen und dann kommt es schon in eure Köpfe hinein. Okay? Danke für die Aufmerksamkeit, das Interesse und bis morgen.